Ja, hallo und herzlich willkommen zu BattleBit. Ja, ich wollte einfach mal in das Spiel reingucken, weil ich das aktuell auch ziemlich viel privat spiele. Und da Battlefield ja bekanntermaßen ein bisschen abgestunken hat die letzten Jahre, gucken wir einfach mal hier rein, ne? Ja, ich hoffe, der Sound, der passt so und die Grafik ruckelt nicht. Aber sollte eigentlich nicht bei der Optik. Ich habe auch die Skalierung auf 4K gestellt. Mal gucken. Ansonsten stelle ich das beim nächsten Mal runter. Das passt schon. Bin da, natürlich gerade zu früh aus dem Transportvehikel ausgestiegen. Oh, ich blute. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, ich habe den Voice Chat in-game ausgeschaltet, damit ich jetzt unser Team nicht weiter störe, weil die Gegner hören halt auch Umgebungsgeräusche, also auch Voice Chat. Finde ich eigentlich relativ gut. Gegner. Ach nee, kein Gegner. Ja. Das ist auch so eine Sache, dass alle Teammitglieder markiert werden. Ja, das war auch ein Kollege. Dass die alle markiert werden auf der Map, das ist ein bisschen irritierend, aber naja, ist ja auch noch, ich glaube sogar eine Alpha. Die Gebäude können zum größten Teil auch zerstört werden, wie bei Battlefield. Das ist ganz witzig. Vor allen Dingen, weil fast jedes Gebäude zerstört werden kann. Ui, 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 ui. Manche Maps sind auch angelehnt an Battlefield. Es gibt auch schon sehr, sehr viele Maps dafür, dass es noch nicht richtig released worden ist, das Spiel. Motherfucker! Ah, scheiße. Sackgasse. Aber vielleicht soll ich doch in-game Sound mal anmachen mit mit einem Key oder so. Problem. Kann auch sein, dass es an ist. Wer weiß. Not mine. Thank you. Ah. Fuck. Marie, du tschukst nie. Du. Ist halt auch witzig, dass viele Leute da sich ein RP rausmachen. Und richtig in der Materie aufgehen, wenn sie getroffen werden und schreien und oh, my leg. Und das ist alles schon sehr authentisch und witzig. Das gab's bei Insurgency Sandstorm. Gab's das auch anfangs. Und mittlerweile nicht mehr. Aber das macht es schon irgendwie witzig. Ja, die Optik ist natürlich nicht so berauschend, aber darum geht's in dem Spiel auch nicht. Die In-Game-Mechaniken sind einfach wie bei alten Battlefield-Teilen, würde ich sagen. Auch das Movement und das Aim ist alles schon sehr gelungen, muss ich sagen. Und gelungen ist absolut nicht, was ich hier mache, denn ich laufe hier rum wie so eine Maus im Labyrinth und suche den Käse. Ah ja. Gucken. Auf jeden Fall die Richtung. Ist schon ganz gut. Ja, grafisch hat der Entwickler keine großen Neuerungen angekündigt für die Zukunft. Höchstens, dass mal ein bisschen Schatten- und Lichteffekte optimiert werden. Aber es sollen auf jeden Fall mehr Modi noch kommen. Es gibt ja jetzt Frontlines und es gibt Catch the Flag. Im Moment noch und das Ganze
ist mit 127 Spielern pro Seite aktuell noch. Sorgt ab und zu auch für derbes Chaos, aber die Maps sind eigentlich so groß, dass man halt das Gefühl hat, man spielt halt mit weniger Leuten. Aber wie gesagt, erwartet bei mir kein Pro-Gameplay. Ich will euch einfach nur ein bisschen das Spiel zeigen. Und dass es halt abseits von Battlefield halt auch noch gute Spiele gibt, die ähnlich funktionieren. Ja, man hat hier, glaube ich, 3000 Tickets pro Seite, aber das läuft relativ schnell runter, so dass eine Runde circa 20 Minuten dauert. Naja, wir sind mittendrin eingestiegen. Die nächste Runde werde ich noch mit reinhauen. Und ja, jetzt kann man abstimmen. Ich nehme auf jeden Fall Conquest, weil mir das gerade am besten gefällt. Man kann die Maps raten und was man nicht mag, disliken. Es gibt die ganzen Chosen Maps halt auch in Nachtvarianten oder in Varianten, wo die Sonne gerade aufgeht oder runtergeht. Finde ich eigentlich ganz gut. Und der Entwickler ist absolut hinterher, was Updates betrifft und Bugfixing. Kann man sich nicht beschweren. Das machen andere Titel schlechter auf jeden Fall. So, Pakistan. Staudamm, wie man sieht. Die Map kenne ich nicht, habe ich noch nicht gespielt. Wie gesagt, es gibt schon relativ viele Maps. Ich glaube 18, 19 Stück. Und ich habe bei Weitem noch nicht alle gespielt. Ich habe zwar jetzt auch schon, ich glaube so 10 Stunden oder sowas auf dem Konto. Ist jetzt auch nicht die Welt, aber da merkt man schon, dass da schon viel Umfang drin ist. So, der Helikopter ist voll. Dann gehe ich einfach in den Jeep. Steig ein, Junge. Steig ein. Ja, das Ganze hat ein bisschen was von Minecraft. So, 10 Sekunden noch. Ab jetzt. 5, 4, 3, 2, 1, go. Achso, Motor starten. Scheiße. Ah, und da fahren sie. Ach du Heilige. Kann man, Licht wechseln? Ah, ich weiß jetzt nicht, mit welcher Taste. Wir fahren einfach so mal Richtung A. Ey, Guys. What up, what up? What the fuck? Ja, ich steig mal aus. Das gibt nichts. So, ich spiele den Unterstützer, also ich kümmere mich auch um Munition und sowas. Wenn ein Teammitglied fällt, kann man die wieder aufstellen. Aber man kann nur, wenn man Medic ist, die auch wieder heilen. Ich kann halt nur Blutungen stoppen und wieder aufstellen. Das bedeutet aber nicht, dass die HP wieder voll sind. Hier ist nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also man kann von den ganzen Teammitgliedern die Farben kann man einstellen, aber man kann das nicht deaktivieren. Das finde ich ein bisschen irritierend manchmal. Aber
Man gewöhnt sich an alles. Markieren ist mit Mausrad, also beziehungsweise Maus 3. Gott, hier bin ich ein bisschen offen, scheiße. Fallschaden ist auch relativ human, würde ich sagen. Yippie! Es fühlte sich jetzt nicht an wie eine Flüssigkeit, eher wie Eis. Ja, unten rechts sieht man die Magazine, die man noch im Gewehr hat oder beziehungsweise dabei hat. Wenn man das nicht ganz leer geschossen hat und dann nachlädt, kommt das halt in Tasche. So, dass man die dann hinterher trotzdem noch leer schießen kann. Also die werden nicht einfach weggeschmissen. Das ist auch schon mal ganz, ganz nett. Spring auch. Verdammte Axt. Ja, und die Maps sind halt so groß, dass man wirklich das Gefühl hat, man spielt irgendwie auf eine Call of Duty Map. Aber die Community ist ziemlich nice hier bei dem Spiel. Jeder hilft jeden. Es wird auch viel wiederbelebt. Alles schon ganz gut. Aber es gibt auch eine Menge Punkte, muss ich sagen, wenn man jemanden revived, wie hier jetzt zu sehen, 400 Punkte. Das ist schon ordentlich. Ich glaube, für einen Kill gibt es 200. Los, stell mich auf! Jawohl! Junge, du bist es! Alter, bist du geil! Hier gibt's Muni für. Ja, jetzt werde ich verarztet. Kann ich selber zwar auch, aber ich habe, glaube ich, keine Bandagen mehr. Andere kann ich halt nicht verarzten. Da ist einer. Abficken, Alter. Hell yeah. Medic. Ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwie ein Voice an oder aus ist. Ich habe es ausgeschaltet, aber manchmal habe ich das Gefühl, die reagieren auf das, was ich sage. Yeah. Hier, man. Hier, man. Ja, und es gibt eine Menge Punkte, wenn man einfach nur teambasiert spielt. Das ist schon meins. Nichts gegen Call of Duty, aber ich finde sowas ganz gut. Alter, Drohne. Fuck. Thank you. Here you got some sandwiches. Take it, guys. Oh Gott. Oh Gott. In the bunker. Bandagieren kann ich auch, aber Blutung, richtige Verletzung kann ich halt nicht verarzten. So, der nächste Teamkamerad ist in der Nähe. Bitte heile mich. Bitte! Oh, hell no, bro. What the fuck? Balle! Oh, I'm bleeding. Oh.
Ja, das finde ich halt ganz witzig, dass die Leute halt auch so abgehen wie ich gerade eben. Das macht es wirklich witzig. Ich kann Hammer dabei. Nope. I don't. Ja, okay, ist ziemlich gleich. Ist ausgeglichen, das Ganze. Boah, 6 Kilo, ach, 6 Kilometer, 600 Meter muss ich laufen, ey. Ich weiß, da war ein Jeep, aber der war auch ziemlich festgefahren hier. I'm hit. Bestimmt werde ich gleich wieder einfach nur erschossen von irgendwelchen Snipern. Weil dieses ganze Spawn-Gekämpfe hält sich hier noch an Grenzen. Allgemeines Gekämpfe. Aber wenn man diese ganze marginale Optik erstmal beiseite legt, bleibt ein wirklich gutes, wirklich, wirklich gutes Spiel. Teambasiert vor allen Dingen. Und es wird halt auch belohnt, dass du wirklich bei dem Team zugute kommst. Auch ich kann doch auch auf jeden Fall empfehlen, in Ingame Voice Chat anzumachen. Man hört sich dann halt innerhalb von, ich glaube, 30 Metern oder sowas. Aber auch die Gegner, das macht es schon sehr authentisch. Und dass die Leute halt auch schreien, als ob sie wirklich Verletzungen haben, das ist schon sehr, sehr witzig. Ich weiß, ich habe da gerade so ein bisschen Fanbrille auf, aber ich mag es. Ich mag es einfach da hinten. Rein. Oh Gott. Ich hoffe, das Spiel macht sich noch so richtig gut. Die paar wenigen Entwickler, die das Spiel gemacht haben, die haben es verdient. Thank you. Weine. Ja. Ich mach mal den In-Game Voice Chat an. Das ist ja lustig. Holy shit! I got some ammo, guys. Many more at 255. I'm down. My leg!
Falle! Shit. First floor, first floor. Shit. I'm sorry. My ass are bleeding. Thank you. Need some ammo? Take this. Medic. Thank you. Let's go rush F. Come on guys, follow me. We need to hold F, guys. Come on. Hey, Jude. Scheiße. Malek! I broke my leg. Come on, let's go B. Many enemies at zero. Nice guys.
Sniper at 165. Set the marker. Right from the building. Scheiße, ich habe keine Bandagen mehr. I'm bleeding! I'm bleeding! I'm bleeding! Medic! My dick is bleeding! Medic! 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 I need a fucking medic! Ja, die Runde läuft ja ganz gut. Aber ich will die Schnauze nicht so weit aufreißen. Holy. Let's go Z. Oh, Scheiße. Ja komm, das kann ich auch abbrechen, ist eh keiner in der Nähe. Oh fuck. Oh fuck. What's up, bro? You shot me, guy. Okay. 779 zu 1180. Aber das kann sich wie gesagt schnell ändern. Medic! I need a medic. Thank you. Ah, shit. They hit my dick. My ass, I'm bleeding. Medic! They hit my ass! Oh fuck. Oh fuck.
Let's go, F. Come on. Der Truppeanführer weiß auch nicht, was er will. Es wäre natürlich logisch, wenn jemand eingenommene Punkte auch hält. Au, shit. Yeah. Need some ammo, guys. Take it. Please mark some enemies. Here's some ammo. At 1, 2, 5, we guys. Shit, I'm down. Ah, Doc. My left toe, I'm bleeding. My left toe. Hello. Oh shit. From 115. One-one-five, still again. Here's some ammo. One-five-o. Let's go rush. Hi. Ah, oh, shit. Red, thank you. Ah, shit, man. My toe bleeding! Thank you! My toe! My toe sticks in my ass! I'm bleeding!
Nice. Nice. Das war ein kurzer Einblick in BattleBit Remastered. Ja, wirklich geiles Spiel, ich kann nichts dagegen sagen. Ist sehr authentisch, vor allen Dingen, wenn du bei dem Sprachchat mitmachst. Auch wenn es eher witzig ist. Aber wie gesagt, geiles Spiel, kann ich nur jedem empfehlen. Abgesehen von der Optik, da muss man ein bisschen drüber wegsehen. Aber das ist schon alles sehr ausgereift, muss ich sagen. Auch das Zerstörungssystem. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Shark. Ciao, ciao.